Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Emmanuel Macron hat sein großes Interview gestern im französischen Fernsehen wohl bewusst auf den Vorabend seines Berlin-Besuchs platziert. Wissend, dass sich das deutsche Parlament an dem Tag erneut gegen eine Taurus-Lieferung aussprechen würde. Was Macron vorher nicht wissen konnte, war, dass sich der Fraktionschef der deutschen Kanzlerpartei dabei sogar für ein Einfrieren des Krieges aussprechen würde. So wirkten Macrons Aussagen dann noch gegensätzlicher zur Linie des deutschen Kanzlers. Darüber konnte er sich dann heute direkt mit Olaf Scholz unterhalten, beim Treffen des Weimarer Dreiecks. Ein Format, das mal in besseren Zeiten gegründet wurde. Patricia Wiedemeyer berichtet. Seht her, wir stehen zusammen. Frankreich, Deutschland, Polen. Dieses Signal sollte von dem Treffen heute in Berlin ausgehen. Richtung Russland, Richtung Ukraine. Trotz aller Meinungsunterschiede, gemeinsam stehen sie an der Seite der Ukraine, so die Botschaft. Wir haben sofort gesagt, dass wir alle die Ukraine möglichst intensiv unterstützen müssen, genau jetzt, genau hier, damit die Situation der Ukraine nicht schlechter, sondern besser wird in den kommenden Monaten. Die Tatsache, dass wir alle drei vereint sind, willig, das ukrainische Volk bis zum Ende zu unterstützen, entschieden, alles zu tun, damit Russland den Krieg niemals gewinnt, das ist eine Kraft für uns, für unsere Völker, für unsere Sicherheit, für unser Europa. Mehr Waffen, mehr Munition, mehr Unterstützung für die Ukraine soll es nun geben, finanziert teilweise aus Gewinnen russischer Vermögenswerte. Unter anderem werden wir ab sofort noch mehr Waffen für die Ukraine beschaffen, und zwar auf dem gesamten Weltmarkt. Das ist eine gute Verbesserung. Zweitens werden die Produktion von Militärgerät ausgebaut, auch durch Zusammenarbeit mit Partnern in der Ukraine. Und drittens gründen wir im Rahmen des Rammstein-Formats eine neue Fähigkeitskoalition für weitreichende Raketenartillerie. Fragen waren nicht erlaubt. Kein Wunder, es hätte das Bild dieser demonstrativen Einigkeit möglicherweise getrübt. Die strittigen Themen wie Taurus und Bodentruppen haben alle drei heute vor der Presse nicht angesprochen. Erstaunlich, da doch Macron bereits gestern Abend genau dieses erneut tat im französischen Fernsehen. Alle Optionen sind möglich. Wenn wir heute entscheiden, schwach zu sein, dann hat man bereits verloren. Und das will ich nicht. Olaf Scholz dürfte nicht erfreut gewesen sein, das zu hören. Er lehnt Bodentruppen in jeder Form ab. Die Begrüßung heute, keine Umarmung, dennoch recht herzlich. Gute Miene machen, Einigkeit demonstrieren, darum ging es schließlich. Und so sprachen die drei in der Öffentlichkeit mit einer Stimme und inszenierten Geschlossenheit. Fast hätte es auch zu 100% geklappt, aber eben nur fast. Als SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gestern davon sprach, dass man den Ukraine-Krieg einfrieren und später beenden könne, da gefroren auch die Gesichtszüge der Außenministerin und nicht nur ihre. Für die meisten Abgeordneten kam diese Formulierung unerwartet. Die Schockwellen, die das insbesondere innerhalb der Ampelkoalition auslöst, sind heute noch zu spüren, wie Felix Klauser berichtet. Es war ein Vorstoß, der viele aufhorchen, manche aufschrecken ließ. Das, was der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich gestern in Berlin verkündet, klingt wie Appeasement gegenüber Putin, ein Paradigmenwechsel seiner Partei. Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen? Den Konflikt einfrieren, den Krieg beenden. Gut zwei Jahre nach Russlands Überfall ein Vorschlag aus den vordersten Reihen der Kanzlerpartei, der so gar nicht nach der Zeitenwenderede des Kanzlers klingt. Nach der Frage, ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Heute wirkt es, als ginge die Kraft aus in Teilen der SPD. Die Partei unter Druck, Koalitionspartner und Taurus-Forderungen einerseits und andererseits.
haben wir eine zunehmende Einstellung in der Bevölkerung, die ebenfalls das Moment der Diplomatie gerne akzentuiert sehe und weniger die militärische Intervention. Und das gerade jetzt vor den ostdeutschen Wahlen, das spielt sicherlich auch eine Rolle für die weitere Debatte. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler und SPD-nah, von der Mützenich-Initiative irritiert. Ja, die Position des Fraktionsvorsitzenden ist vor dem Hintergrund, dass Russland genau diese Erschöpfungsposition im Westen erreichen will, ist problematisch. Und da wäre es wichtig, dass der Kanzler selbst bald ein Machtwort spricht. Das aber bleibt bislang aus. Stattdessen gestern Kopfschütteln und heute klare Worte aus der Koalition. Marie-Agnes Strack-Zimmermann nennt Mützenichs Rede einen Sprengsatz. Ricarda Lang erkennt einen Rückfall in die alte Russlandpolitik der Sozialdemokratie. In diese Zeit fiel auch Russlands Annexion der Krim 2014. Danach der Konflikt weitestgehend eingefroren. Mittlerweile ist Putins Armee vorangerückt und Militärexperten warnen vor dem Einfrieren der Front. Das ist kein Frieden. Und dann sollte man auch nicht so tun, als wäre das eine friedliche Lösung, wenn man diese Menschen unter Folter und Unterdrückung zurücklassen will. Und man kann doch nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg sagen, oh, wir müssen den Konflikt jetzt einfrieren, weil das passt uns innenpolitisch nicht mehr und wir wollen auch die Bilder nicht mehr sehen. Die Bilder sehen, die Angriffe ertragen. Das muss die Ukraine noch immer. Erst heute wieder Attacken auf Odessa mit 20 Todesopfern. Unklar, ob und wie Mützenich und seine Partei von dem Vorstoß profitieren wollen. Eins aber ist sicher, der Gewinner all dessen sitzt im Kreml und lässt sich dieser Tage wieder wählen. Darüber wollen wir mit dem SPD-Abgeordneten Ralf Stegner sprechen. Guten Abend, Herr Stegner. Schönen guten Abend, Frau Slomka. Sie haben ja mitbekommen, welche Fassungslosigkeiten und welche entsetzten Reaktionen das im Bundestag ausgelöst hat, dieser Vorstoß von Rolf Mützenich. Warum hat er das zum jetzigen Zeitpunkt getan, von einem Einfrieren des Konflikts zu sprechen? Wir haben eine Situation, dass seit 2 Jahren da Krieg herrscht. Es ist ein Stellungskrieg, jeden Tag sterben Menschen. Zerstörung, Vertreibung, Vergewaltigung, traumatisierte Kinder. Wir reden über Wiederaufbau. Keine der Seiten gewinnt. Es ist ein Stellungskrieg. Und wir unterstützen die Ukraine sehr stark, am stärksten in Europa. Nicht nur militärisch, sondern auch mit humanitärer Hilfe. Wir nehmen 1 Million Flüchtlinge auf. Wenn man sich all das betrachtet, dann finde ich, darüber nachzudenken, nicht nur, wie wir den Krieg am besten führen, sondern wie man ihn beenden kann, ist doch etwas, wo man sich wundern sollte, dass das nicht mehr tun. Und das muss geschehen, glaube ich, naja, dass man das tut. Das unterstellen Sie, dass andere nicht darüber nachdenken, wie dieser Krieg zu Ende gehen kann. Auch bei der Frage, wie man eine Kriegspartei unterstützt, geht es ja am Ende um die Frage, aus welcher Position heraus diese Partei dann in Verhandlungen eingeht. Wenn man jetzt schon Putin Konzessionen anbietet und über eingefrorene Konflikte spricht, schwächt man sich dann da nicht eher? Ja, eingefrorene Konflikte heißt ja nicht das, was ich gehört habe, was da reininterpretiert wird, sondern es geht darum, ob man möglicherweise zeitlich befristete, regional begrenzte Waffenstillstände erstmal erreichen kann und Fortschritte erzielen kann, wo überhaupt es um Verhandlungen geht. An jedem Tag, sagt das nochmal, sterben Menschen. Ein Krieg, der die ganze Zeit weitergeht übrigens. Der Putin hat sehr viel mehr Soldaten als die Ukraine, unabhängig davon, wie viele Waffen wir liefern. Die sind ihm leider auch egal. Es sterben unfassbar viele Menschen. Und darüber dann, dass es Empörung auslöst, wenn man darüber nachdenkt. Und Frau Slomka, Sie sagen, auch die, die nur über Militärlogik reden wollen, den Krieg beenden. Aber das hat ja nicht funktioniert bislang. Und es gibt Forderungen, was ist denn die Alternative? Kann man Putin schlagen? Ist das die Idee, dass man militärisch gewinnt, um ihn an den Verhandlungstisch zu zwingen? Ich weiß das nicht. Das reden manche sogar schon über großen Krieg. Naja, Putin hat ja jetzt gerade erst gesagt, in welcher Militärlogik er sich bewegt, indem er sagt, also solange die Ukrainer Munitionsprobleme haben, wäre es ja lächerlich, wenn wir mit denen verhandeln. Das ist ja eben genau diese Militärlogik, solange ich mich auf der Gewinnerstraße fühle, setze ich mich auch nicht an einen Verhandlungstisch. Ich weiß das nicht. Ich würde dem Putin gar nichts glauben. Das ist alles Propaganda, Unsinn und ihn dazu psychologisieren. Davon halte ich ziemlich wenig. Er hat auch nicht viel erreicht. Das ist ja keine Psychologie. Das ist ja auch eine relativ einfache und bittere Erkenntnis der Friedens- und Konfliktforschung. Man setzt sich nicht an den Verhandlungstisch, solange man glaubt, dass das Kriegführen einem mehr bringt.
Ich weiß nicht, was es ihm bringt. Richtige Fortschritte erzielt hat er nicht. Schweden und Finnland sind in die NATO eingetreten. Es hat sich um die Ostsee deutlich verändert. Die NATO ist deutlich geschlossener als zu Zeiten, wo Herr Macron gesagt hat, sie sei hirntot. Also so gut ist das für den Putin, glaube ich, nicht. Nur, es führt ja nicht dazu, dass das entschieden wird. Und ich glaube, dass die Theorie, man muss nur militärisch genug Erfolge haben, dann klappt das, dass man an den Verhandlungstisch kommt, dass das, glaube ich, ein Irrweg ist. Sondern, dass man ja Waffen liefern muss zur Verteidigung. Das tun wir übrigens deutlich mehr, als behauptet wird. Wir machen eine ganze Menge zum Beispiel, um die Schulen, die Kindergärten, die Krankenhäuser, die Wohnhäuser zu schützen. Das ist ja bekannt, aber jetzt geht es ja um darum. Das ist auch wichtig, Frau Slomka. Aber es geht um diesen Vorstoß eines eingefrorenen Konflikts. Und da Sie gerade über Kinder sprechen, wir wissen ja inzwischen, die Ukrainer wissen es am allerbesten, was in diesen besetzten Gebieten passiert. Dass Kinder entführt werden, dass es Zwangsumsiedlungen gibt, um Fakten zu schaffen, dass es Folterungen und Vergewaltigungen gibt und vor allen Dingen, dass die ukrainische Identität zerstört wird. Die Russen gehen da ja von Haus zu Haus mit Listen in der Hand, die wissen genau, wen sie rausholen. Die holen Schriftsteller raus, Kinderbuchautoren. Die wollen diese ukrainische Kultur und Identität zerstören. Niemand verharmlost das, was Putin tut. Und ich bin weit davon entfernt, irgendetwas davon zu beschönigen. Darum geht es auch im Übrigen gar nicht. Es geht auch gar nicht mal darum, Vorschläge zu machen zu Lasten der Ukraine. Das ist ein souveräner Staat. Das Problem ist nur, über Waffen kann jeder öffentlich reden. Das tun die Leute auch, als ob es 100.000, wie Bundestrainer, gibt es 100.000 Waffenexperten. Diplomatie funktioniert halt nur hinter verschlossenen Türen. Und diese Diplomatie ist ja nicht eine, wo man einfach mit dem Putin verhandelt. Sondern es geht ja darum, ob man vielleicht große andere Länder bewegen kann, wie China, wie Indien, wie andere Staaten, die solche Initiativen unterstützen könnten, die nicht alles teilen, was wir wollen, die auch dem Westen keinen Gefallen tun wollen, aber die vielleicht Druck ausüben könnten, damit sich da was verändert. Um sowas geht es. Es geht nicht darum, Vorschläge zu lassen, der Ukraine zu machen. Solche Versuche wurden ja auch gemacht. Und es finden ja auch immer irgendwelche Formate statt. Nur das, was jetzt Herr Mützenich gesagt hat, das ist ja öffentlich und nicht irgendwo hinter stillen Türen. Lass uns mal was ausloten. Und wenn der Fraktionschef der Kanzlerpartei der Deutschen das sagt, dann hören da sehr viele ganz genau hin. Da hört man in Moskau hin, da hört man in Kiew hin und da hören die anderen westlichen Verbündeten hin. Aber nochmal, Herr Mützenich hat nicht gesagt, die Ukraine soll Gebiete abtreten oder dem Putin irgendeinen Gefallen tun. Das würde sie de facto tun bei einem eingefrorenen Konflikt. Nein, das hat er nicht, sondern er hat davon gesprochen, den Krieg einzufrieren, dazu zu kommen, dass man Waffenstillstände hat, wo es überhaupt mal mit dem Töten aufhört und man darüber reden kann. Er hat keine Konzession gemacht, könnte er auch gar nicht, sollten wir auch nicht tun. Die Ukraine ist ein souveräner Staat, ich sage das nochmal. Aber mitzuwirken, ich kann nur feststellen, die Vorschläge werden immer wahnwitziger. Es gibt Leute, die sagen, wir sollten den Krieg in die Ministerien tragen, nach Moskau. Es gibt Leute, die sagen, wir sollen Bodentruppen schicken. Ja, aber darüber reden wir es ja nicht, was irgendwelche Leute sagen, sondern wir reden über das, was Herr Mützenich sagt. Herr Mützenich ist der Erste, der sich öffentlich traut, auch mal zu sagen, wir müssen darüber nachdenken, dass dieser Krieg auch endet und nicht nur, wie er geführt und möglicherweise gewonnen wird. Vielleicht ja aber auch nicht. Naja gut, Sie sagten gerade, das Töten hört auf. Das Töten hört natürlich in einem eingefrorenen Konflikt nicht auf. Und insofern ja stellt sich die Frage, ob es dann nicht eigentlich eher so eine Chimäre ist, die hier aufgebaut wird, um ein gutes Wahlkampfthema zu haben. Ich bitte Sie, Frau Slomka, also Waffenstillstand ist das zunächst mal ein Fortschritt gegenüber dem Ist-Zustand. Das ist ja noch nicht das Ende. Und das kann ja auch nicht das Ende sein. Und wir haben ja auch öfters schon Situationen gehabt in der Welt, wo Konflikte eben langsam dann irgendwie sich lösen lassen. Aber jedenfalls, solange Krieg herrscht, sterben ständig Menschen. Wir sehen doch gerade im Nahen Osten, wenn keine Diplomatie ist, wo das hinführt. Aber der Krieg ist ja nicht vorbei, wenn sie ihn einfrieren. Nein, aber der Weg, ich weiß nicht, ob der Weg immer mehr Waffen zu schnellerem Frieden führt. Den Eindruck habe ich bislang nicht. Aber eine Todeszahlen Antwort darauf, dass Putin gar nicht verhandeln will, beziehungsweise Bedingungen wie absolute Kapitulation der Ukraine aufstellt, daran kommen Sie ja nicht vorbei. Es wären ja alle froh, wenn sich der Mann an den Verhandlungstisch setzen würde. Das tut er aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass es über Interviews und öffentliche Stellungnahmen erfolgt. Ich glaube, noch nie in Kriegen ist das so gewesen, sondern es wird nur hinter verschlossenen Türen gehen und mit Druck von denen, die vielleicht Druck mehr ausüben können, als wir das können. Ich glaube, China könnte das. Und wir haben ja ein Beispiel dafür gesehen. Die Russen kamen mit Nukleardrohung, Olaf Scholz und Joe Biden sind in Peking gewesen. Der chinesische Präsident hat sehr klar gesagt, hör auf damit. Und er hat vielleicht mehr Einfluss, als andere das haben. Und Frau Slomka, natürlich gibt es keine Erfolgsgarantien, aber alles ist doch besser, als einfach zuzugucken oder gar zu glauben, wenn wir nur genügend Waffen liefern, wird das besser. Diese Waffen führen ja eben nicht dazu, dass weniger gestorben wird, sondern dass mehr gestorben wird. Und die Fantasien werden immer größer. Ich sage Ihnen das nochmal, die Menschen sprechen dann auf der Straße an. Wollt ihr wirklich Bodentruppen schicken? Wo soll das hinführen? Wollen wir einen großen Krieg führen? Naja, das ist jetzt etwas, was Macron gesagt hatte, um quasi in dieser Ambiguität zu bleiben. Naja, aber die Leute hören das sehr wohl. Und sie müssen halt natürlich auch gucken, dass ihnen diese Ampelkoalition nicht durcheinander fliegt. Ne? Ich glaube, dass bei Krieg und Frieden das schon verständlich ist, wenn darüber leidenschaftlich gestritten wird. Ich wünschte mir allerdings, dass das mit ein bisschen mehr Seriosität
passiert. Manche reden daher sozusagen, als ob es um Wildwest ginge und um Social-Media-Kriege. Das ist aber ein harter Krieg, der da stattfindet, zulasten von Menschen, die dort leiden müssen. Und deswegen glaube ich, die Seriosität und die Ernsthaftigkeit, übrigens auch den anderen, die solche Vorschläge machen, nicht abzusprechen, dass es darum geht, das wäre schon das, was ich finde, was nötig wäre. Und das geschieht eben leider sehr viel weniger, als es sein sollte. Herr Stegner, jetzt ist das Teil rausgefallen. Das macht nichts, weil unsere Zeit ist jetzt zu Ende. Danke Ihnen. Danke Ihnen, Frau Slomka. Das Interview haben wir vor einer Stunde geführt und entschuldigen uns nochmal bei Herrn Stegner, dass da ein Kabel nicht fest genug arretiert war. Nachher im Heute-Journal-Update gibt es zu dem Thema noch ein Gespräch mit Norbert Röttgen. Derweil hat in Russland heute die sogenannte Präsidentschaftswahl begonnen. Und dazu möchten wir Sie hinweisen auf eine Sonderfolge des Auslandsjournal-Podcasts Brave New World. Katrin Eigendorf und Jagoda Marinic sprechen mit Anne Gellinek über Putins Motive und Manipulationen. Ja, und im weitesten Sinne geht es mit dem Thema bei dir jetzt auch noch mal weiter, Heinz. Nach der jüngsten Sondersitzung des Verteidigungsausschusses könnte es möglicherweise einen Geheimnisverrat gegeben haben, der die Taurus-Marschflugkörper betrifft. Die Ausschussvorsitzende Strack-Zimmermann fordert nach Medienberichten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Hintergrund ist ein Bericht des Nachrichtenportals T-Online, der einen Teil der Sitzung thematisiert. Deutschland hat im vergangenen Jahr sein Klimaziel geschafft und ist laut Wirtschaftsminister Habeck erstmals auf Kurs. Und wenn man Kurs halte, werde man auch die Klimaziele für 2030 erreichen, so Habeck. Deutschland muss bis 2030 seine Emissionen um 65% im Vergleich zu 1990 senken. Die Kohleverbrennung sei rückläufig. Bei erneuerbaren Energien sehe man einen großen Schub, so das Umweltbundesamt. Hinzu kommt, dass die Wirtschaft schwächer lief. Nicht erreicht wurden die Zielvorgaben im vergangenen Jahr in den Bereichen Gebäude und Verkehr. An mehreren deutschen Flughäfen war heute ein weiterer Streiktag im Bereich des Sicherheitspersonals. Besonders betroffen waren heute die Airports Hannover und Karlsruhe-Baden-Baden. Der Flughafenverband ADV schätzt, dass durch die zweitägigen Ausstände der Sicherheitskräfte an mehreren Flughäfen insgesamt 662 Flüge ausfielen und mehr als 100.000 Passagiere betroffen waren. Die EU-Kommission will nach heftigen Bauernprotesten in mehreren Ländern gelockerte Umweltauflagen für Landwirte erlauben. Etwa bei den Brachflächen, die bislang für den Umwelt- und Artenschutz verpflichtend vorgesehen sind. Hier soll es nach dem Vorschlag mehr Flexibilität geben und zusätzliche finanzielle Unterstützung, wenn Landwirte einen Teil ihrer Ackerfläche brachliegen lassen. Trotz internationaler Appelle will Israel seine Militäraktionen im Gazastreifen ausweiten. Ministerpräsident Netanyahu hat die Pläne für einen Militäreinsatz in der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten gebilligt. Die Aktionen sehen auch die Evakuierung der dortigen Zivilbevölkerung vor, hieß es in einer Mitteilung. Unterdessen ist heute ein erstes Schiff mit Hilfsgütern vor der Küste Gazas angekommen. Das Entladen ist nach Angaben des israelischen Militärs inzwischen beendet. Der Schlepper war am Dienstag von Zypern aus mit 200 Tonnen Hilfsgütern gestartet. Moskaus Arme sind lang. Zu den EU-Ländern, die russischen Akteuren bisher als besonders geeignetes Pflaster gelten, gehört auch Österreich. Aktuell sorgt dort das Wochenmagazin Falter für Aufregung mit einer Enthüllungsstory darüber, wie Russland österreichische Parteien unterwandert hat. Allerdings hat Wien gerade auch zwei russische Spione ausgewiesen. Im Nachbarland Ungarn hingegen kann sich Putin auf seinen Freund Viktor Orbán bislang verlassen, zumal dieser mit seinem autokratischen Regierungsstil für Stabilität in den Beziehungen sorgt. Doch auch Orbáns System zeigt Risse, wie Britta Hilpert am ungarischen Nationalfeiertag beobachtet. Es ist Nationalfeiertag in Budapest, die Innenstadt ist blockiert. Der Zugang, besonders für Presse, streng reguliert. Die Liste der Verbote ist lang, sogar Politik soll bitte draußen bleiben und so auch der Mann mit der Ukraine fahren. Es ist ein Verbot, das Orbán selbst ignoriert. Er macht Europawahlkampf, er redet gegen Skandale im Inneren an und so dreht er auf gegen Brüssel, gegen den Westen. Statt Frieden haben wir Krieg, statt Sicherheit nur rechtsstaatlichen Nonsens.
Statt Wohlstand haben wir finanzielle Erpressung bekommen. Uns hat man reingelegt. Es ist Zeit zu rebellieren. Brüssel verweigert Orbán Milliarden wegen Rechtsstaatsmängeln. Er braucht das Geld, Wirtschaft und Währung schwächeln. Der Kaiser ist nackt, meinen heute die Gegendemonstranten. Sozialer Unmut, Korruption und ein pädophilen Skandal. Tausende verließen Orbáns Fidesz-Partei. Es formiert sich in Budapest eine Gegenbewegung. Ich stelle mir ein Ungarn vor mit weniger Korruption, aber wo der Ungar trotzdem als Ungar betrachtet wird. Ich glaube, die neue Partei wird es schwer haben und ich möchte, dass eine neue Partei entsteht. Wir haben keine Angst, rufen sie, als Peter Mordjar spricht. Er gehörte zur Fidesz-Elite, warf hin, weil er zu viel Korruption und Mauschelei sah. Doch im autokratischen System Orbán hat er wohl kaum eine Chance. Viele wollen keine ideologischen oder sozialen Spaltungen, die nur verschleiern sollen, dass der nationale Reichtum an einen engen Kreis von Freunden und Familie geht. Das ist das Rezept, das Orbán mit anderen Rechtspopulisten und Autokraten verbindet. Die eigenen Leute bereichern sich, während sie spalten, hetzen und Feindbilder pflegen. Ein Rezept, das auch in Europa immer mehr Anhänger findet, freut sich Orbán. Dieses Jahr wird die Wende bringen. Zu Beginn des Jahres waren wir noch allein. Am Ende werden wir die Mehrheit haben in der westlichen Welt. Ich sehe die Gefahr sehr groß, dass Viktor Orbán und seine ideologischen Genossen, AfD, Marine Le Pen und so weiter, das Europa, das wir, wie wir es kennen, also die Europäische Union, zerstören. Heimat zuerst, Hungary first steht da. Orbán will, wenn überhaupt, eine andere EU. Eine, die viel Geld gibt und wenig fragt. Und jetzt geht's bei dir nochmal weiter mit Wirtschaft. In einem neuen Anlauf hat nun eine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten ein europäisches Lieferkettengesetz beschlossen. Deutschland enthielt sich auf Drängen der FDP bei der Abstimmung im zuständigen Ausschuss. Und aus der deutschen Wirtschaft kommt deutliche Kritik. Frank Bethmann, was ist an der Sache so umstritten? Na, die wohl meisten Unternehmen stören sich gar nicht an den Zielen und Absichten dieses Gesetzes. Die sind gut, keine Kinderarbeit, mehr Nachhaltigkeit, aber an der Art der Umsetzung. So war heute auch aus der Wirtschaft zu hören, dass das Gesetz kein Sieg für die Menschenrechte sei, sondern ein Sieg für die Bürokratie. Dabei ist mit dem heutigen Tag das Vorhaben sogar noch entschärft worden. Demnach gilt der neue Gesetzesentwurf jetzt erst für Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten. Zudem liegt die jährliche Umsatzschwelle bei 450 Millionen Euro. Dennoch der große Unmut, gerade aus dem Mittelstand, der nämlich befürchtet, dass die Großkonzerne die Beweispflichten auf die kleinen Zulieferbetriebe abwälzen und damit auch das Haftungsrisiko. Was genau ist damit gemeint? Dass es eigentlich doch die kleineren Betriebe sind, die die Hauptlast tragen werden. Dass sie belegen müssen, dass die Produkte sauber sind und die Großkonzerne dort, wo sie die Marktmacht haben, sagen werden, ohne Nachweise keine Aufträge. Also, die Großen fallen unter das Gesetz, die Kleinen werden vermutlich die Arbeit haben. Frank Bethmann, vielen Dank. Gerne. Durch einen 3:2-Sieg gegen den Fußballverein Karabakh Akdam aus Aserbaidschan hat Bayer Leverkusen das Viertelfinale der Euroleague erreicht. Gegner dort wird West Ham United aus London sein. Das ergab die heutige Auslosung für die nächsten Runden der europäischen Wettbewerbe. Und in der Champions League sehen die Viertelfinalspiele so aus. Arsenal London trifft auf Bayern München, Atletico Madrid auf Borussia Dortmund. Real Madrid wird gegen Manchester City spielen und Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona. Roy Lichtenstein wäre inzwischen 100 Jahre alt. Kaum zu glauben, denn seine Popkunst wirkt immer noch modern, zeitlos. Das comicartige Maybe-Frauenbild ist eines seiner berühmtesten Werke und ein typischer Lichtenstein. Doch in seiner Kunst gibt es auch noch viel Unbekanntes zu entdecken. Die Wiener Albertina widmet ihm gerade eine große Ausstellung. Christian von Rechenberg führt uns da durch. Seine Bilder kennt man, aber auch die Idee dahinter? Roy Lichtensteins Kunst war ein Schock, ein Tabubruch. Da wagt es einer, Dinge zur Kunst zu erheben, die als Schund gelten, als nicht kunstwürdig. Comics.
Massenware, ohne Seele, ohne echte Tiefe, bam. Die Entpersonalisierung der Kunst, man glaubt ja, dass diese Bilder von einer Maschine gemalt worden sind, ist ein Spiegel der Gesellschaft, der Entfremdung. Das Echte geht verloren. Er selber sagt, in diese makellosen Schönheiten, die er gemalt hat, die schmachtend, ertrinkend gezeigt werden, könnte er sich nie verlieben, denn sie sind nicht echt. Nichts scheint mehr echt in der Welt der Werbung und des Kommerz. Eine Annäherung an das Thema schwierig. Die hohe Kunst früher noch zu abgehoben, zu sehr stand der Künstler im Mittelpunkt. Roy Lichtenstein holt den Gegenstand in den Fokus, zieht sich selbst zurück und alles ins Lächerliche. Ich finde das Zitat, man kann eigentlich nichts malen, keinen Gegenstand mehr, der nicht eine gewisse Lächerlichkeit in sich birgt, ist ein großer Zweifel, dass wir überhaupt die Dinge an sich noch erleben, den Apfel, den Sonnenuntergang, alles ist durch sein Klischee bereits verzerrt, durch seine Wiedergabe, durch seine Reproduktionen, durch Comics, durch Werbung. Die Zeit war einfach reif in den frühen 60ern und Lichtenstein der Erste, der die richtige Sprache fand für die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Sein Werk beschreibt er so. Es ist eine Art Bericht über den wahrscheinlichen Hang der Gesellschaft zu gelenkten Massenentscheidungen, der dem Herstellungsprozess der Comics vergleichbar ist. Lichtenstein wirkt deswegen bis heute. Er mahnt uns zu echten Gefühlen und statt diese nur zu imitieren, massenhaft. Etwa als Selfies oder Emojis. Und ja, natürlich haben diese intensiven Motive herausgerissen aus ihrem Zusammenhang und ikonenhaft vergrößert ihre eigene, ihre magische Wirkung. Der allgemeine, banale Menschenverstand spürt das wahrscheinlich. Denn Roy Lichtenstein kann als Kritiker der Kommerzwelt gesehen werden, der Werbung, der Gesellschaft, der Entpersönlichung. Er kann aber auch gesehen werden wie Mondrian als ein großer Künstler, denn diese Bilder haben fast eine minimalistische, abstrakte Qualität. Seine Werke sind heute Selbstware, gehen für Millionensummen über die Tische der Auktionshäuser. Ironie der Geschichte oder angemessene Würdigung? Roy Lichtenstein würde wohl beides gut gefallen. Das war's von uns an diesem Freitagabend. Gegen 0.20 Uhr gibt es dann unser heute Journal Update mit Laura Barneck. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Heute wurden in Berlin noch einmal fast 20 Grad erreicht. Aber jetzt am Wochenende gehen die Temperaturen rapide zurück um fast 10 Grad. Und auch die Nächte nähern sich der 0-Grad-Marke. So deutlich kühler wird es nicht überall, aber überall gehen die Temperaturen zurück. Das liegt an dieser zweiten Kaltfront, die uns morgen überquert und hinter der kühlere, aber auch trockenere Meeresluft einfließt. Und das heißt, es trocknet in Kombination mit einem kleinen Zwischenhoch morgen ab. Heute Nacht sind aber erstmal noch die Frühlingsgewitter unterwegs, die sich am Nachmittag so zahlreich gebildet hatten. In der zweiten Nachthälfte lassen die nach. Dann kommen aus Nordwesten die neuen Schauerwolken. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad in der Nacht. Im Bergland kann es auch noch etwas kühler werden. Morgen steigen die Temperaturen im Süden auf 10 bis 16 Grad, im Nordwesten und im Bergland nur noch auf 8 bis 12 Grad. Denn von hier kommt ja diese kühlere und auch stabilere Luft. Und deswegen gibt es vormittags im Nordseeumfeld schon trockene Verhältnisse. Sonst im Land ist schauerartiger Regen unterwegs. Lebhaft wird der West-Nordwestwind an den Küsten und im Bergland auch stürmisch. Und er bringt diese trockene Luft im Tagesverlauf weiter ins Landesinnere voran. Nachmittags gibt es dann nur noch im Süden und Südosten Schauer. Von der Nordsee her lockert es auf. Dieses Auflockern bringt uns einen kalten, aber verbreitet trockenen Start in den Sonntag, bevor es dann nachmittags im Westen wieder etwas Regen gibt. Die neue Woche, die beginnt mit großen Temperaturunterschieden zwischen 4 und 17 Grad. Tschüss.